Ja, das mit dem Presswerk ist eine Geschichte, die sich vor etwa 7 Jahren entwickelt hat. Der Flo und der Andi haben zusammen in Deutschland LP-Press gekauft. Und zwar, weil sie selber, weil sie die Pop-DJs waren, haben selber viel aufgelegt. Und eigentlich vor allem beim Flo und eigentlich auch beim Andi ist schon mal der Wunsch gekommen, die Schallplatte selber herzustellen und nicht immer auf jemand anderen müssen angewiesen sein. Die Geschichte damals mit dieser Pressmaschine ist aber doch also nicht so, nie so weit fortgeschritten, dass wir dort wirklich Serien drauf machen konnten. Es war wirklich ein Gebastel und wir hatten noch keine Ahnung, was es alles braucht. Wir haben dann auch schnell gesehen, wo sind Grenzen, wenn man so etwas selber mit einer Maschine so ein bisschen bastelmässig machen will und dass das also auch so einfach nicht geht. Was parallel dazu auch noch gelaufen ist, sind mit dem Flo, seinem Bruder, der Aufnahmen gemacht hat im Studio, hat auch ein Presswerk in Österreich Kontakt gehabt, wo sie ihre Produktionen heilen pressen. Dort ist irgendwann mal der Punkt gekommen, wo der Inhaber von dieser Firma eigentlich Auflagen bekommen hat von der Behörde und andere Umstände, die ihn eigentlich dazu gezwungen haben, das Presswerk zu verkaufen. Wir haben dann ein Angebot bekommen von ihm, weil er eigentlich daran sehr daran interessiert ist, nicht einzelne Maschinen an irgendwelche Leute ganz verteilt über ganz Europa oder noch weiteren Weg zu verkaufen, sondern dass das Ganze zusammenbleibt. Und wir waren diesbezüglich echt der einzige Interessent gewesen und hatten vorher eben schon ein bisschen gute Kontakte gehabt, um das Ganze zu kaufen, komplett so, wie es bei ihnen dort gestanden ist. Und es hat sich eigentlich schon herauskristallisiert, dass eigentlich alle von uns wirklich daran interessiert sind, so ein Projekt durchzuziehen. Und dann haben wir uns nachher entschieden, okay, wir machen diesen Schritt, kaufen die ganze Fabrik und importieren die hier in die Schweiz. Das hat dann zur Folge gehabt, dass wir 328 Tonner Ware in die Schweiz gefugt haben. Plus nochmal einen Lastwagen mit dem Studio. Dann haben wir das hier angefangen aufzubauen. Es war auch dann klar, dass wir in der Peripherie, jetzt gerade für das Presswerk im Speziellen, wie Wasser, also Kühlwasser und Dampf, doch eben andere Bedingungen brauchen als das, was wir vorher bei dieser relativ improvisierten Maschine, die im Kaufmeld gestanden ist, haben müssen auftreiben, damit wir wirklich an ernsthafte Plattenproduktionen können denken. Dann ist doch auch klar geworden, schnell, dass es gleich nicht ganz so einfach ist, auch eben das mit den Temperaturen, Extruder, Granulatmischungen und so weiter, um doch wirklich Serien können zu machen. Die Maschinen haben auch natürlich immer wieder irgendwelche Defekte gehabt. Sie sind schließlich alle so aus den Baujahrzeiten 76, 78 bis 80 gewesen, also doch schon ordentlich alt. Dass es doch recht Aufwand gebraucht hat, zuerst, bis sie wirklich wieder so gelaufen sind, wie sie dort vor Ort gelaufen sind. Nachdem das ein bisschen angelaufen ist, haben wir so in den ersten Jahren 1 bis 2 Produktionen pro Monat gemacht. Das waren aber meistens kleine Auflagen gewesen, von 100, 200 bis maximum 500 Stück, selten mehr. Wobei davon waren eigentlich viele sogenannte Promo-Produktionen gewesen. Das sind Produktionen, wo die Schallplatte eigentlich ein unique Cover hat und ein weißes Label, wo man selber draufschreiben kann oder einen Stempel draufdrücken. Wo durch das natürlich auch sehr schnelle Umlaufzeit hatte in der Fabrik bei uns, weil es keine aufwendigen Druckereigeschichten gegeben hat, wie bei Produktionen, die nachher eben noch Drucksachen machen mussten. Das hat zur Folge gehabt, dass wir im ersten Jahr etwa so 10.000-15.000 Scheiben pro Jahr gemacht haben, was sich nachher in den darauffolgenden Jahren so auf 10 bis vielleicht Maximum 15 Produktionen pro Monat gesteigert hat, mit Auflagen, die dann zum Teil auch bis 1000 Stück pro Produktion gelaufen ist. Und so haben wir dann auch gut zwischen 60.000 bis 80.000 Platten im Jahr gemacht. In der Schallplattenproduktion wird unser Master im meisten Fall eigentlich auf CD-R oder auf Band angeliefert. Für die, die reine analoge Produktionen machen wollen, das heisst ohne jegliche digitale Elemente in der Kette, bis wirklich der Ton auf die Folie bzw. auf die Schallplatte kommt, haben wir eine Bandmaschine. Die Bandmaschine ist das Thema,
dass sie ein bisschen speziell ist im Vergleich zu einer normalen Bandmaschine, die zwei Tonköpfe hat, die so über eine Bandschlaufe zeitlich verzögert sind, wo nachher die entsprechenden uns die zwei Steuersignale zeigt. Das eine heisst Preview, das ist eben das, was an die Schnittmaschine für den Computer geht. Und das zweite ist das Modulationssignal, das nachher an den Schnittverstärker geht. Höhenkomprimierung ist ein wichtiges Werkzeug im Vinylmastering, weil man nicht unbeschränkt Höhen aufzeichnen kann. Und zwar aus dem Grund, erstens braucht es sehr viel Leistung, das heisst, ich habe ein Problem beim Schneiden. Und das zweite ist, ich kann Beschleunigungen erzeugen, das heisst beim Schneiden, wo ich nachher nicht mehr verzerrungsfrei abtasten kann. Das heisst, die Nadel, der Diamant bei der Abtastung, kann der Rille nicht mehr genug schnell folgen und die Folge davon sind nachher Verzerrungen. Darum ist das wirklich ein sehr wichtiges Werkzeug. Wir haben einen Röhrenkompressor vor uns, Fairchild. Das ist ein legendäres Vintage-Modell. Was speziell ausgezeichnet ist im Vergleich zu anderen Kompressoren, ist speziell gebaut worden für Vinylmastering. Er hat einen Modus, wo ich Mono-Stereo, das heisst, man sagt in der Vinylgeschichte lateral und vertikal. Lateral steht für horizontal und vertikal für auf und ab. Das heisst, ich kann wirklich die Vertikalamplitude oder die Horizontalamplitude unabhängig voneinander komprimieren. Und das mit Röhrensound. Wir stehen hier vor der Mastering-Konsole Neumann, die wirklich speziell gebaut worden ist eigentlich für das Zusammenarbeiten mit den Schnittmaschinen. Typischerweise, die meisten Masters werden eigentlich bei uns schon angeliefert auf CDR. Von da haben wir einen CD-Spieler, der das abspielt. Wobei alle Signale eigentlich schlussendlich über einen separaten Wandler laufen, schon Wert auf gute Qualität legen und eigentlich so die meisten CD-Spieler die analoge Ausgänge nicht viel taugen. Wie ich vorher schon gesagt habe, auf der Bandmaschine brauchen wir ein zeitlich verzögertes Signal. Die eine für die Schnittmaschine, die andere für den Schnittverstärker. Für das haben wir ein Delay, ein Digital-Delay. Da laufen alle Signale wirklich direkt digital, auch über das Delay und werden schlussendlich und Mandler die vier Kanäle, das heisst die zwei Preview, die an die Schnittmaschine gehen, und die zwei Modulationssignale, die nachher an den Schnittverstärker gehen, auf analog umgewandelt und gehen nachher auf die Konsole. Auf der Masterkonsole haben wir Möglichkeiten wie, auf der ganz linken Seite habe ich das Monitoring, das heisst, ich kann die verschiedenen Kanäle ablesen. Eingangssignal, Ausgangssignal, das auf die Schnittmaschine geht, und auch das Schnittsignal, das wirklich auf dem Kopf auf der Schnittmaschine geschnitten wird, wie auch zum Ablosen mit einem Pickup. Der nächste Schritt sind die Pegelsteller, wo ich die Pegel einstellen kann, die ich schlussendlich will, auf der Aufnahme habe. Dann haben wir einen Equalizer parametrisch, eine Hoch-Tief-Sperre, Kompressoren und Limiter. Und ein Steuermodul, das ich brauche für die Schnittmaschine, der gewisse Parameter, die ich eingeben kann, die dann mit der Vorschubsteuerung, also mit dem Rillenabstand, zu tun hat. Schlussendlich habe ich nachher noch Möglichkeiten, Effekte einzulaufen, Kompressoren, externe, oder wenn wir jetzt bei der Bandmaschine haben, Dolby und zusätzliche Effekte, Filter, die man erlaubt im tieffrequenten Bereich, aber eine wählbare Frequenz, Signal zu Mono zusammenzumischen. Das ist relativ essentiell bei Schallplattenproduktionen, da grosse Stereoanteile im Tieffrequenz, also im Bassbereich, führt dazu, dass es Trillen nicht nur horizontal, das heisst links-rechts von oben gesehen, bewegt, sondern eben auch auf und ab. Und das gibt dann ernsthafte Probleme, einerseits beim Schneiden, wie auch eigentlich noch extremer, vor allem beim Abspielen nachher für den DJ. Es besteht einfach Gefahr, dass sie nachher springt. Die Schnittmaschine, die wir hier haben, ist ein Neumann. Neumann ist eigentlich schon ziemlich die Referenz auf dem Schallplattenherstellungssektor und hat eigentlich vom meisten von diesen Maschinen gebaut und verkauft. Das Wichtigste an der Schnittmaschine ist der Schnittkopf, weil hier drüber entsteht schlussendlich eigentlich der Sound auf der Rille. Der Schnittkopf besteht drin wirklich in zwei so Antriebe wie kleine Lautsprechersysteme, wo unten ein Stichelträger ist, wo dann der Stichel drin steckt. Der Stichel ist bei DMM ein Diamant, wo eine Fläche ist, wo wirklich nachher auf der Folie eine Rille rausschneidet. Das ist ein Schnittvorgang, spannabhebend.
von hinten sehen wir so wie ein kleines Röhrchen. Das ist die Sponabsaugung. Das heisst, mit Vakuum wird der Spon, der weggeschnitten wird, abgesogen. Weil sonst würde es sich einfach einfädeln auf der Folienoberseite und das würde keine anständigen Resultate bis völlig unbrauchbar werden. Der Schneekopf ist auch Helium gekühlt. Das heisst, ich habe eine Kühlung, wo mir Helium in das Antriebssystem hineinblasen, das ich einstellen kann, um eben die extreme Verstärkerleistung so zu kompensieren, dass ich nicht so hohe Antriebstemperaturen habe. Die anderen Elemente von der Schneidmaschine ist einerseits die Box, wo der Schneidkopf drauf ist. Die steuert einerseits, dass ich den Kopf auf und ab lassen und zusätzlich kann ich damit auch die Schnitttiefe steuern, von der Bedieneinheit. Das heisst, ich habe den Schnitt wie grosse, fette Rillen, die ich schneiden kann, auf der Maschine bedienen. Dann haben wir das Ganze ist montiert auf einem Schlitten und dann hin und her läuft, also vorne läuft. Und auf diesem Schlitten ist dann ein Computer gesteuert, während die Aufnahme läuft, um eben den dynamischen Rillenabstand, das heisst eine optimale Platzausnutzung, auf der Schaublade zu erzeugen. Dann zur linken habe ich das Mikroskop und ich kann die Rillen beobachten. Das ist eigentlich auch relativ wichtig, dass ich sehe, wenn es irgendwie ein Problem gibt beim Abtasten oder irgendwie zu dünn oder zu dick und so weiter. Oder kann man, sieht man auch sehr leicht, ob irgendein Fehler oder ein Problem nachher wird bei der Produktion auftreten. Links davon ist die Bedieneinheit, wo ich all die verschiedenen Parameter wie das Land. Das Land ist der Wert zwischen der Rille, der Abstand, die Schnitttiefe und den Vorschub kann einstellen. Zusätzlich die anderen Knöpfe, ja, das ist letztendlich in dem Sinn so weit selbst erklärt, dass ich den Vorschub starten kann, einen Marker kann setzen kann, das heisst eben einen Abstand zwischen den einzelnen Liedern, damit der DJ das nachher auch sieht. Durchmesserwahl, das heisst, wenn er von das Lied in, das ist die Einlaufrille, und das Lied out, wo das aufhört. Das Rack, das ich hier davor stehe, ist der Schnittverstärker. Das sind zwei Signalverarbeitungsstufen, wo man das RIA-Signal, also die Entzerrung, die auf der Schallplatte drauf ist, generiert einerseits. Und dann zwei Endstufen mit je 600 Watt pro Kanal. Plus, was ich dann oben habe, ist zusätzlich Monitoring und der Phonophore-Verstärker. Auch jeden Teil des Monitoring kann ich auch auf der Konsole nachher bedienen. Rechts habe ich die Schutzschaltung für den Schneidkopf. Das ist relativ wichtig, weil bei 600 Watt Leistung kann man sich vorstellen, über zwei Spülchen, die etwa so einen Durchmesser haben, die sich relativ schnell aufheizen. Und ich muss vorsehen, dass ich die Antriebstemperatur in der Antriebsspule vom Schneidkopf 200 Grad nicht überschreiten darf, weil sonst verheizt sie einfach. Was ich in der Hand habe, ist eine DMM-Folie. Das heisst, das ist eine Stahlscheibe, die einseitig mit Kupfer beschichtet ist. Das Kupfer ist natürlich massiv viel härteres Material als eigentlich das herkömmliche, das man früher bei Schaubladenproduktionen gemacht hat. Das bisherige Verfahren, beziehungsweise eigentlich auch das, was heute immer noch sehr viel genutzt wird, ist eben nicht auf Kupfer, auf DMM zu schneiden, sondern in eine Lackfolie. Das ist eine Aluminiumscheibe, die beidseitig mit einer Acetatschicht versehen ist, die erstens auch dicker ist als die Kupferschicht. Das kann ich tiefer schneiden. Hat andererseits dafür den Nachteil, dass ich bei der Galvanik mehr Umkopiergänge brauche. Das heisst, ich muss sie zuerst versilbern, damit sie elektrisch leitend ist, damit ich überhaupt einen Abzug machen kann. Und es wird typischerweise zuerst ein Vater erstellt, das heisst das Negativ. Nachher eine Mutter, das ist wieder ein Positiv, das kann ich wieder hören. Und dann von dem von dieser Mutter werden dann die Matrizen gezogen. Das heisst, es sind dann drei Umkopiervorgänge in der Galvanik. Der andere Vorteil aber auch vom Lack ist, dass der Sound besser ist. Man sagt, es ist feiner, weicher im Vergleich zum DMM. Und rauscht deutlich weniger. We'll be right back.
Dann bei der Galvanik können sehr viele Fehler passieren. Das ist eigentlich meistens die Hauptursache, wenn eine Platte stark rauscht oder wenn sie knackst und sonst andere komische Fehlgeräusche hat. Das ist meistens wirklich vom Galvanik-Prozess abhängig. Was die Faktoren sind, die reinspielen, ist die Vorbehandlung. Das heisst, dass sie die Geschichte vom Aktivieren bis zu dem Trennmittel, das drauf kommt, dass die Chemie gut zu Weg ist und nachher anschliessend auch das Bad. Das Galvanikbad muss eine gute Zusammensetzung, den richtigen pH-Wert haben. Und das war ja wirklich in dem Sinn immer das grosse Geheimrezept von jedem Presswerk. Jemand, der sich wirklich um das gekümmert hat und dann noch ein bisschen von diesem Mittel und ein bisschen von diesem Mittel drin hat, um optimales Resultat zu erzeugen. So. Das ist meistens auch geheim gehalten worden. Das heisst, es hat keine. Es ist nicht einfach bis praktisch unmöglich gewesen, eigentlich die chemische Zusammensetzung von diesen Bädern von anderen Presswerken herauszufinden, weil das eben ihr Rezept war. Nachher ist natürlich klar, Reinheit im Bad muss gut sein, damit der Aufgalvanisierungsprozess sehr gut ist. Ist weiterhin auch abhängig nachher von der Stromstärke. Wenn man mehr Strom fährt, gibt es Züge, dass sich die Matrize verzieht und andere Probleme. So. Als erster Schritt muss ich schauen, dass die Oberfläche komplett frei ist. Für das haben wir ein Entfettungsbad, das läuft auch über Strom. Spannen die Folie drauf. Und gehen dann in ein säurelöses, in ein fettlöses Bad rein. So. Stellen die so da rein. Wenn die Entfettung durch ist, das geht etwa eine Minute, muss ich sie zuerst kurz wieder abspülen, weil die verschiedenen Chemikalien untereinander sich nicht so gerne haben. Für das haben wir hier so einen Dreiteiler und kann das Zeug abspülen. Wenn sie so wieder abgespült ist, kommt sie dann als ersten Schritt ins Aktivierungsbad. Das ist eine Säure, Schwefelsäure, die macht, damit die dann wirklich die nächste die Trennschicht, die anschliessend drauf kommt, optimal haftet. Nachdem ich sie wieder abgespült habe, kommt jetzt eigentlich ein wichtiger Schritt bei der Galvanik, ist das Dichromatbad. Das ist eine Chemie, wo man die Oberfläche passiviert, damit es dann das Resultat, die aufgalvanisierte Matrize, wieder von der Kupferfolie kann trennen kann, weil sonst würde es einfach zusammenkleben. Nachdem wir vom Passivieren kommen, geht es jetzt eigentlich ins Bad. Dazu spanne ich die Folie auf einen Gummiring auf, damit der Russen super schön flach aufliegt. Das Bad aufmachen. Was ich zusätzlich noch brauche, ist Netzmittel. Ich habe jetzt gerade einen kleinen Spritz drauf. Netzmittel macht, dass es die ganze Oberfläche wunderbar schön galvanisieren. So. Anschliessend gehen sie verdreht auf vom Bad. Es hat innen einen elektrischen Kontakt, das heisst, die Folie ist rein elektrisch, ist die Anode. Und das Becken, das hier drin innen ist, ist dann der zweite elektrische Pol, die Kathode. Das Becken hier ist ein Titankorb, weil es muss extrem resistent sein, weil sonst würde es sich auflösen. Und der Korb ist dann gefüllt mit diesen Nickelklötzchen oder Pellets oder wie auch immer. Und durch das Bad, die grüne Sauce, die wir da unten drin sehen, das ist eigentlich nicht der Träger, der mir erlaubt, durch Strom, der von diesem Pol zu diesem Pol im Elektrolyt fließt, wird dann die Folie aufgalvanisiert. Das heisst, hier entsteht eigentlich die Matrize nachher. Der Prozess geht etwa 2 bis 3 Stunden, je nach Stromstärke. Wenn es ganz schnell muss gehen, kann man ein bisschen höhere Ströme fahren. Dann kann man so mit einer Stunde, anderthalb, kann man mit einer fertigen Matrize rechnen. Wenn der Motor von der Galvanik abgeschaltet hat, wird über einen Zähler kontrolliert. Das heisst, man kann einstellen, wie viel sie aufgalvanisieren will. Nehme ich die Folie wieder aus dem Bad. Jetzt sieht man schön, das ist die Kupferschicht, das sehen wir nicht mehr. Das heisst, es ist wirklich eine dicke Nickelschicht drauf.
2 bis 3 mm dick. Das ist jetzt die zukünftige Malreize, die man daraus machen soll. Nachdem ich den Rand kurz angeschliffen habe, kann ich sie dann wirklich von der Folie abziehen. So. Mal eine so Handbewegung. Jetzt habe ich eine rohe wirklich Matrize noch unbearbeitet. Das ist jetzt wirklich flach. Das Resultat von der Folie, die wir vorher drin haben, ins Bad. Nachdem ich sie von angezogen habe, muss ich in der Mitte ins Zentrumloch und außen den Rand abschneiden. Für das zum Zentrumloch habe ich so eine Vorrichtung, die mir erlaubt, dass ich die Linie fokussieren kann, die Hände losrillen. Dann stelle ich über die Schraube ein, dass die Position, dass wenn ich sie drehe, immer schön drillen in der Mitte ist. Das ist wichtig, dass sie nicht Eier platten. Wenn das gut ist, Hebel ab und das war's. Dann habe ich das Loch. Nachdem ich auf der Elektroschere noch den Rand abgeschnitten habe und sie in eine Hydraulikpresse, wo ich die Form, das Profil reinmache. Nachdem wir das vorgefräst haben, muss ich hier abnehmen. Jetzt habe ich innen ein Zentrumloch, eine schöne Form. Und außen der Rand, den ich nachher brauche, innen und außen, um sie in der Pressmaschine einzuspannen. Nachdem ich die Rückseite geschliffen habe, muss ich auch die Oberseite noch kurz bearbeiten. Und zwar im Zentrum, wo dann die Etikette drauf kommt, muss ich ganz leicht ein bisschen anschleifen. Weil, aber in einem anderen Fall sonst, nein, es würde es auf die Etikette, würde es mir gerade verreissen. In der Maschine, so, die Pressmaschine. Dann anschliessend wird sie poliert. Dann die Seife. Bürste. Und abspielen. Nachdem jetzt die Matrize hinten geschliffen, vorne angeschliffen und poliert ist, kann ich sie in die Pressmaschine einspannen. Logischerweise brauchen wir zwei, eine unten und eine oben. Wir zeigen jetzt einfach, wie es unten ist. Ganz wichtig ist, dass die Pressform wirklich sauber ist. Für das habe ich ein spezielles Tuch, das alles Staub bindet. Ebenfalls muss ich kurz die Rückseite der Matrize wirklich sauber putzen. Das ist natürlich so und auch jedes Staubkorn, das darunter ist, das sieht man nachher so. Und sie so rein. Mit die Zentrumstift einspannen. Wenn ich die Orientierung habe. Und außen der Spannring außen. Und dann kurz eine Lechzig anziehen. Und innen das Zentrum so spannen. Das gleiche passiert oben. Jetzt sind wir eigentlich ready, dass wir nachher anfangen können pressen. Im Schnitt machen wir eigentlich zuerst, nachdem wir die Matrize ganz frisch haben, ab der Galvanik, werden zuerst 10 bis 20 Testpressungen gemacht und dann wird sie wieder ausgespannt. Dann kommen die nächsten drei, die nachher ebenfalls Testpressungen gemacht werden, meistens eine Serie von 5 oder 6 Testpressungen. Die gehen nachher an den Kunden und der Kunde beurteilt nachher, ob es gut ist. Wenn wir es okay vom Kunden haben, dann wird eine Serie am Laufen gemacht. Das Rohmaterial, wie wir es angeliefert bekommen, ist Granulat in so einzelnen kleinen Bäuerchen, dass es so bei uns kommt. Und besteht unter anderem die Zusammensetzung des Granulat ist, dass es einerseits PVC ist. Dann hat es ein Mittel drin, das es macht, dass es leicht fließt. Und dann, was auch wichtig ist, ist dass es nicht so statisch wird. Es hat ein Antistatikmittel noch drin. Und die ganze Zusammensetzung, das ist eigentlich das Geheimnis, macht eigentlich schlussendlich die Qualität des Vinyl aus. Es gibt auch seine entsprechenden Temperatureigenschaften. PVC selber ist ja durchsichtig.
und wird erst kommt eine Farbe über, also es gibt eben auch Farbiges. Wobei am meisten verbreitet ist eigentlich schon das Schwarze. Und beim schwarzen Vinyl ist es ein Ruß, der die Farbe ausmacht. Dann, was auch ein wichtiger Faktor ist bei Schallplattenherstellung, ist, man hat immer ab und zu Ausschuss oder den Rand, wo man wieder häckseln kann. Man kann PVC wunderbar recyceln. Das wird dann so kleine Bäuel geben. Und so wie kleine Brügel, bei der ähnlichen Korngröße oder so wie das ursprüngliche Granulat, und wird dann zusammengemischt, etwa so im Verhältnis 1 zu 2, 1 zu 3 zum Rohmaterial, das wir angeliefert bekommen. Was wichtig ist beim Zusammenmischen, wenn man Recycling und neues Material zusammenmischt, dass es sauber ist, das recycelte Material, das heisst frei von Staub, Dreck und Papierschnipseln. Und dass es die gleiche Qualität, das heisst die thermischen Eigenschaften von der Mischung, von der Grundmischung vom Granulat, dass das die gleiche Ware ist, die man wieder zusammenmischt. Sonst kann es nicht ein Problem geben. Ein weiterer nicht unerheblicher Faktor ist die ganzen Temperaturabläufe während dem Pressen. Das heisst, wie hoch fahre ich die Temperatur auf dem Extruder, wo der Kuchen geformt wird, also wo das Granulat aufgeheizt, verdichtet und dann in die Kuchenform gepresst wird. Einerseits, das kann zu heiß sein, dann verbrennt es. Oder es kann zu kalt sein, dann gibt es andere Verdichtungseffekte, wo es nachher wie fast das Material verreisst. Dann während dem Pressen selber ist auch wichtig, was fahre ich für eine Temperatur beim Pressvorgang selber, also wenn die Presse unter Druck steht. Wenn ich zu heiß fahre, kann es sein, dass es verbrennt. Wenn es zu wenig heiß ist, findet der Art, wir sagen dem, der Auskristallisationsprozess. Das heisst, bei der Schallplatte findet während dem Pressvorgang wie auf der obersten, ganz die feinste oberste Schicht vom Material, findet eine Art Kristallisationsvorgang statt, wo sich die Kunststoffmolekülketten so anreihen, dass sie die Oberfläche widerstandsfähiger wird als eigentlich der Kern. Das ist eine optimale Schallplatte. Das heisst, sie kann sie noch biegen, sie darf nicht brechen, aber sie muss doch eine gute Widerstandsfähigkeit haben auf der Oberfläche. Wenn ich zu wenig Temperatur fahre, dann bleibt sie relativ weich und ist sehr empfindlich gegen Kratzer. Das heisst, ich kann schon mit dem Finger drauflängen und es gibt gerade schnell einen Kratzer. Und logischerweise hat auch die Zusammensetzung nachher eben vom Vinyl und den Copolymeren Einfluss über die schlussendliche Härte der Schallplatte. Ich stehe hier vor dem hinteren Teil der Pressmaschine. Das nennt sich der Extruder. Der steht hier, um Kuchen aufzubereiten, der nachher der Vollplatte gepresst wird. Als erstes hast du den Richter, wo aus der Rohstoff, das Granulat, drin ist. Und das längere Teil hier, das ist der Extruder-Schneck. Das ist ein Holzzylinder mit einem Schneck drin, wo zwei Heizelemente geheizt wird, auf Temperatur kommt. Und im Schneck wird dann, wenn er dreht, vorne aus zwei Düsen, wo es dann hier vorne rauskommt. Wenn der Motor dreht, wird es nochmal verdichtet, dass es absolut blasenfrei und es hat keinen Lufteinschluss, entsteht dann der Kuchen, wo er schon eine Temperatur von 120-130 Grad hat. Die beiden Labelmagazine, eins für unten und eins für oben, werden hier in der Maschine eingespannt. Das vordere Magazin also die oberen Labels. Und die werden anschließend in der Maschine mit Saugnäpfen, wo Vakuum ist, werden sie nachher angesogen und vorgebracht in die Pressform. Dann haben wir noch einen Lüfter hier, der die Kuchenform, die wir vorhin in den Kuchen die wir gesehen haben, die Form, die es da reindrückt, abkühlt, damit er nicht bleibt kleben dran. Wenn der Kuchen fertig ist, im Extruder, kommt er in einem Schlitten führen. Hier dabei haben wir eine Stasskuchenform, wo der Kuchen drin sitzt, oben die Saugnäpfe. Das obere Label, Untersaugnapf, das untere Label. Nachdem der Schlitten zurückgefahren ist, ist der Kuchen und die Labels so zusammen in der Presse. In der gleichen Zeit werden die Pressformen, also wo die Matrizen drauf
eine unten, eine oben eingespannt ist, auf 160 Grad aufgeheizt mit heißem Wasserdampf. Und dann fahr die Presse zu. Das Resultat daraus ist eine Schallplatte, die noch so einen Quetschrand aussen dran hat. Das heisst, sie ist in dem Sinn schon eigentlich hörbar, aber es ist problematisch, so etwas auf eine Plattenspieler zu legen, weil eben der Rand noch dran ist. Da sie noch warm ist, wenn sie aus der Maschine kommt, kann ich nachher mit einem Messer mit dem Rand abgeschnitten. Und das ist eben das, was man nachher auch wieder recyceln kann, also wieder gehäckselt wird und wieder zugeführt wird zum anderen Rohmaterial. Daraus entsteht schlussendlich die fertige Platte, abgeschnittener Rand. Das Loch entsteht auch direkt beim Pressvorgang und wird dann bei der Maschine auf einer Spindel abgelegt. Die Schallplatten kommen in der Form von einem Stapel auf einer Spindel, wo ich sie ab der Maschine nehme, komme ich sie so über. Dann hat sie jeweils so Zwischenblech dazwischen, damit sie auch auf der Maschine schon, wenn sie abgelegt werden, die schön flach sind und nicht irgendwie so Suppendauer haben können. Und zum Auskühlen sind sie immer noch ganz leicht warm. Es ist wichtig, dass sie eigentlich schon jetzt beim ersten Schritt vom Verpacken schön flach liegen. So. Schauen beide Seiten an, ob es nicht einen Kratzer oder so drauf hat. Ich packe sie direkt in die Innenhülle verpacken. Lege sie in ein Körbchen, wo dann so ein, sagen, ein Kuchenblech, so ein Blech dazwischen kommt, damit sie eben schön flach bleiben. So. Und die bleiben dann über Nacht. Bis zum nächsten Tag, wo sie verpackt werden, bleiben sie in diesem Kistchen. Und dann können sie dann neu draussen hüllen. Was sehr energieintensiv ist bei der Schallplatte, ist das Aufheizen der Matrize, bevor es gepresst wird so, und während dem Pressvorgang. Für das haben wir das Ungetüm hier. Das ist ein Dampferzeuger, produziert uns 160 Grad heißen Wasserdampf. Pro Schallplatte ist der Energieaufwand, der wird mit Öl geführt, ungefähr 1 Deziliter Heizöl pro Schallplatte. Und wirkt der Druck auf der Leitung, auf der Dampfleitung, die wir haben, der gesättigt heiße Wasserdampf, der dann hier auf diesen Leitungen drauf geht, ist 12 Bar. Die ganze Wärme, die wir vorher produziert haben, zum Aufheizen der Matrizen, zum Pressen der Platten, weil es eben warm muss sein, dass sie fließt, müssen wir ja folglich auch wieder wegbringen. Für das haben wir den Kühlturm hier. Hört das Wasser durchlaufen auf dem Dach des Kühlturms oben, hat es Gebläse, wo es zusätzlich Wärme wegzieht. Doch ein bisschen als Anhaltspunkt für Zahlen ist, pro Schallplatte wird 1 Liter Wasser verdampft. Also wirklich, wo dann oben zum Chemie sozusagen rausgeht. Und die Wasserpumpe, die wir jetzt rechts sehen, ist auch hier wieder den ganzen Kreislauf von diesem Wasser in Schwung zu halten und muss auch entsprechend den gleichen Druck haben wir auf dem Dampf, das heisst 12 Bar Wasserdruck liefern, damit der Kreislauf, und es ist ein geschlossener Kreislauf, wo das Wasser für sich gefüllt wird. So. Das heisst, wir haben schlussendlich 2 Kreisläufe, einen Dampfkreislauf und einen Kühlkreislauf, wo die Pressformen, wo die Matrize drauf eingespannt ist, aufheizt in 15 Sekunden und in den nächsten 10 Sekunden wieder auf 25 Grad abkühlen.
bei den verschiedenen Gewichten, die man hatte bei der Schallplatte, hat es einmal so eine Entwicklung gegeben, vor allem während der Ölkrise, dass sie wirklich mit dem Gewicht extrem runtergefahren sind, bis auf 80 bis 90 Gramm. Das hat man dann so die Flexi-Disc gesagt. Die Leute haben das eigentlich nicht so gerne gehabt, weil es so den billigen Eindruck macht, wirklich so nach keinem Material. Die andere Richtung war, dass es Pressrecht gab, wo wir auch hier bei uns auch noch gemacht haben, dass man bis 180 Gramm, bis 190 Gramm hochgefahren ist. Es gibt aber auch Obergrenzen, wo die Qualität nicht unbedingt, also vom Ton, vor allem auf der Platte, nicht unbedingt besser wird, weil sich die Druckverteilung während dem Pressvorgang weniger ausgeprägt ist. Das heisst, wenn ich zupresse und sie ja, eine gewisse Dicke, bleibt sie auch stehen und dann verformt sich die ganze Pressform gleich ganz leicht, kann sein, dass es dann in der Mitte oder im Auslaufbereich oder im inneren Bereich von der Schallplatte optimaler Druck war und dass es gegen Rand raus ein Problem gibt mit Lufteinschlüssen und so weiter. Von dem her gesehen ist es wirklich so, von sagen wir, 110 bis 150 Gramm ist etwa ein optimaler Wert für gute Resultate. Was der Kenner oder gerade der DJ natürlich auch auf den ersten Blick sieht, wenn er Platten aus der Höhe nimmt, ist, wie das Profil ist. Die Schallplatte ist nicht komplett flach, sondern hat ein gewisses Profil. Das heisst, der Aufnahmebereich ist meistens tiefer als die Höhe, also als die Fläche der Labels und der Rand. Das heisst, der Rand hat, wenn ich von so schaue, hat immer so eine Art wie eine Quetschkante außen, wobei es gibt gewisse Maschinen, wo es ganz flach rausgeht. Aber durch das erkennt er eigentlich auch, und das Profil in der Mitte hat manchmal auch eine charakteristische Form, entweder wie ein schmaler Ring, der dicker ist als der Rest der Platten, oder der ist ein bisschen breiter. Und durch das kennt eigentlich sofort der Kenner, auf was für eine Maschine ist es gepresst worden. Zusätzliche Merkmale sind auch, wo ist die Matrize bzw. wo ist das Master gemacht worden. Das heisst, das ist immer der Auslaufbereich, also der Leadout, der Glänzung, wo die Drille eine höhere Steigung hat, ist jede Matrize normalerweise beschriftet. Und das, so, das hat nicht nur den Zweck, dass man sieht, wer es gemacht hat oder so, sondern auch im Presswerk, dass man weiss, welche Matrize gehört zu welcher Produktion. Dass wenn eine Matrize rumliegt, dass ich sehe, ah, das ist die, das ist die Seite A, das ist die Seite B. Und meistens schreibt auch das Mastering-Studio mit so einem Stichel, so einem Handstichelwerkzeug, schreibt rein, wer es geschnitten hat, die Katalognummer von der Produktion und das Kürzel vom Studio. Also ganz klassisch ist zum Beispiel, es gibt eine gute Referenz von Leuten, die sagen, Exchange in London hat einen guten Sound und dann schauen DJs, ah, Exchange, oh, das ist fett, oder D&M in Berlin, die relativ bekannt sind. Und dann wissen sie schon gerade mal, ah, mal, das ist in diesem Mastering-Studio umgeschnitten worden und hat für das schon einen gewissen Eindruck, ah, wie das nachher wird tönen. Wir mussten aber doch merken, dass der Markt Schweiz für uns eigentlich nicht gross genug ist, um von diesem Projekt Schallplattenpresswerk wirklich zu leben. Wir mussten zu viel Zeit und müssen investieren. Und es hat doch auch Sachen gegeben, die im Ablauf halt nicht so optimal gelaufen sind, dass sich schlussendlich der Aufwand eigentlich fast nicht gelohnt hat. Wenn man muss sehen, das ist, haben wir alles eigentlich auf einer Maschine können locker pressen, eine Maschine. Wir haben gut bis zu 1000 Scheiben pro Tag eigentlich machen. Das heisst, eigentlich wären ja in dem Sinn sind 80'000 Platten, das wären reine 80 Arbeitstage, wäre das erledigt. Das Jahr hat aber 220 oder 250 Arbeitstage und das ist schon klar, allein aus dem her sind die Maschinen relativ viel stillgestanden. Und es ist sowieso eigentlich nur auf einer Maschine wirklich gepresst worden. So. Obwohl wir eigentlich einen rechten Park hatten,
Den Teil haben wir dann nachher vermietet. Aber es sind eigentlich nie zwei Maschinen parallel gelaufen, was vor allem Lohn und andere Umtriebskosten doch ordentlich hätte können senken können. Wir durch das sicher auch noch konkurrenzfähiger geworden wären. Aber das hat sich einfach nicht ergeben. Ein weiterer Nachteil war natürlich, für ausländische Kunden waren wir erstens preislich nicht unbedingt interessant gewesen. Also, wobei die Differenz ist nicht gross gewesen. Aber im Schallplattenmarkt ist es auch ein knallhartes Business. Halt. Das ist eine industrielle Fertigung in diesem Sinn. Und da geht es um jeden Rappen. Und zweitens, das zweite Problem war einfach die Grenzen. Das heisst, Zollabwicklungen jeweils, also bei Import auch von Hüllen oder auch bei Export von den Schallplatten nachher, sind die Produktionen meistens irgendwie einen Tag, zwei oder mehr einfach an der Grenze gestanden, bis die Zollabwicklung passiert ist. Hat unnötige Verzögerungen gegeben. Und in der heutigen Zeit, wo alles sowieso lieber gestern als morgen möchte ich den Kunden haben, so, ist klar gewesen, so kann es auch nicht weitergehen. Dass wir uns nachher entschieden haben, das Presswerk zu verkaufen.